Willkommen hier in der Volkswagen Arena. Liebe Fußballfreunde, ich begrüße Sie herzlich zu dieser Partie. Ihre Kommentatoren heißen wieder einmal Rolf Fuß und Frank Buschmann. Und heute übertragen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. VfL Wolfsburg gegen FC Augsburg. Ah, man spürt hier schon, alle freuen sich, alle erwarten ein klasse Spiel. Ich glaube, diese Partie hat einiges im Angebot, taktisch, spielerisch. Also das kann hochklassig werden. Das war der Anstoß, der VfL Wolfsburg hat dieses Spiel eröffnet. Niklas Dorsch. Jetzt können sie es machen. Und so wird das nichts, den hält der Torwart natürlich. Er bleibt weiter am Ball, will er es alleine machen. Gut den Ball verteidigt. Er taucht ab, geht runter und dann kommt er auch an diesen Ball. Schöne Parade. Fall nicht in Hektik, warten auf die Lücke, warten auf die Chance. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Yannick Gerhard könnte die Führung werden. Das ist das erste Tor dieser Partie und jetzt ist die Freude natürlich groß. Ja, Riesenjubel bei den Fans, bei den Spielern. Ein wichtiges Tor. Wir schauen uns die Entstehung des Tors nochmal an. Zunächst der wieder geduldige Aufbau und dann wählt er das kurze Eck. Richtige Entscheidung, er kann den Keeper überlisten. Energischer Vorstoß. Ist das der Ausgleich? Toll gehalten von Kun Castells. Es gibt den Vorteil für Wolfsburg. Ist das das Tor? Sie machen das Tor und jetzt führen sie hier also mit 2. Super Tor, können wir nicht anders sagen. Kurze Distanz, aber da musst du erstmal die Nerven behalten und genau das tut er. Sind sie wieder im Ballbesitz? Da könnte durchaus was entstehen. Maximilian Arnold. Jetzt kann er es machen. Oh, da können sie sich bei ihm bedanken. Mit vollem Einsatz macht er das. Den hat er fast schon geahnt. Kurze Ecke. Maximilian Arnold. Yannick Gerhard. Riesenchance. Sie gehen hier dem Sieg entgegen. Nächstes Tor. Führung damit auf 3 Tore erhöht. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung. Erst läuft der Ball richtig gut und dann zieht er aus der Mitteldistanz wuchtig ab. Da ist der Torhüter absolut machtlos. Das ist der Schlusspfiff in dieser Partie. Die Gastgeber holen sich hier am Ende also den Sieg in der Liga. Das war wirklich eine klasse Leistung heute. Man hat gesehen, was sie drauf haben. Schlicht und ergreifend. Überzeugend. Er hat heute wirklich gut gespielt, Buschi. Das war eine starke Leistung heute. Tor gemacht, was will man mehr? Hat sich den Jubel wirklich verdient.